Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Wir sind auf dem Weg zum Penisturm da hinten, um zu gucken, was da so abgeht. Wenn ich wüsste, wie man springt. Und dafür wollten wir erstmal genau. Das war die Hütte hier erstmal, ne? Das sind mehrere Hütten, ah. Die sind nämlich nicht auf der Karte markiert, deswegen sind sie sehr interessant für mich. Und da haben wir ein abgenutztes Klemmbrett, wow. Und Metallhammer, das nehmen wir alles mal mit. Whisky brauchen wir für unsere Disco, die wir bald wieder weiterbauen. Und ich glaube, hier so viel Interessantes gibt es hier in den Häusern auch nicht, oder? Hallo, verkrüppelter Yaogaui. Ich weiß nicht, wo ist da? So, perfekt. Oh, da ist noch einer. Vielleicht zwei. Die leben so Camping. Gebäude. Aber was machst du da? Die sind zu dritt. Und das ist wahrscheinlich die Mama, oder? Wie auch verkrüppelt. Ja, mittlerweile machen die mir auch keine Probleme mehr, aber wir verpassen mal einen Headshot. Oder auch nicht. Du bist heute mal nicht. Bin heute gnädig. Was in der Ausdruck ist, Juhu? Richtig? Juhu? Juhu ist der richtige Ausdruck. So. Ein alter Fernseher. Oh, ein Teddy. Ich weiß nicht, wieso ich Teddy sammle, aber ich sammle sie. Ja, und das war's hier eigentlich schon, ne? Toll, was haben die Yaogaois jetzt beschützt? Oder die Kackbratzmesser gesagt? Eigentlich nichts, ne? Und wir laufen die ganze Zeit schon mit den Fusionskernen durch die Gegend. Aber wir verbrauchen sie einfach nicht. Wir finden einfach mehr, als wir verbrauchen. Das ist krass. So, da hinten ist ein Funkturm, aber wir wollten zu den Penisturm da hinten und da gleich in der Nähe. Was ist das da? Ein abgestürzter Vertibird. Mit ein paar Robotern. Kann dich sehen, mein Freund. Warst du alleine? Das wäre eine X01-Rüstung gewesen. Du musst dafür sorgen, dass du nicht so viel Strahlung absorbierst. Ja, komm. Ich kann mich heilen von alleine. Och Mann, Leute, dieser Bug mit den Power-Rüstungen ist echt doof. Ich meine, wir haben unsere Power-Rüstung, also eigentlich können wir ja nichts dagegen sagen. Schade drum, schade drum. Lassen wir sie stehen. Dann müssen wir uns jetzt kein Problem draus machen. Das leuchtet da hinten sehr auffällig grün. Ich laufe hier von leuchtenden Objekten zu leuchtenden Objekten. Leuchtet alles. Dunkelwasserbaustelle. Hab ich dich gesehen? Oh Gott, die hält was aus. Wir haben ein klitzekleines Problem. Nicht anspucken, bitte nicht anspucken. Oh, das ist eine Siedlung. Lass mich! Okay, ich muss mich heilen. Ich muss mich vorher heilen. Oh. Shit. Ist alles hier so dunkel, dass ich nicht sehe. Nicht anspucken. Oh Gott. Die Säure von ihr ist sehr, sehr gefährlich. Ja, ist ja gut, Kleiner. Ist ja gut. Du willst aufs Maul, habe ich gehört. Das kriegst du. Hier. Da. Den kritischen spare ich auch für den anderen. So. Kritische ins Gesicht. Würdest du dich umdrehen? Über diese Frechheit. Ach so, klar. Super. Kleine Schüpfling. Augenblase. Habe ich keinen Kopf oder so? Ah. Boom, Alter! Boom! Halb tot!
So gefällt mir das. Wer ist noch unsere erste Mylor-Königin? Weil der Schreck meines Lebens. Diesmal war ich halt recht entspannt, weil ich sie nicht gesehen habe, wie sie aus dem Boden kam. Würdest du dich bitte umdrehen? Läuft die rückwärts? Die läuft rückwärts. Willst du mich verarschen? Die verarscht mich doch, oder? Na okay, Curry hat's gerissen. Würdet ihr euch bitte verziehen? Verschwindet meine ganze Munition. Oh, Scharfschützengewehr. Laserpistole? Nee. Okay. Wir haben eine Siedlung gefunden. Das wahrscheinlich nichts bringt, oder? Doch. Cool. Ha! Einfach so eine Siedlung. Finde ich nice. Sehr schön. Da ist der Penisturm. Aber wo waren die kleinen Gebäude, die ich noch gesehen habe? Wo ist das grüne Leuchten hin? Das war da hinten, ne? Ach, der Pilz. So. Kleine Gebäude werde ich wohl nie wiederfinden. Ach, da sind sie. Ich verspürte ein Erdbeben. Es leuchtet da. Das ist doch ein Bot. Da gehen wir gleich mal hin. Man hört die ganze Zeit im Let's Play nur, oh, da leuchtet es. Oh, da leuchtet es. Oh, da leuchtet es. So, das war eine Tür, habe ich gesagt, ne? Oh Gott! Möglicherweise keine im Bereich. Nicht geschafft. Einen sicheren Boden aufsuchen, bis der Bereich gesichert ist. Shit, lass mich. Gegner verlassen die nähere Umgebung. You look nice today, du mich auch, ey. Verarscht haben die mich. Alter! Jetzt. Na super. Ich sehe nichts. Ich hoffe, mich zu verarschen. Und der explodiert gleich noch. Ich merke es mir extra. Weil gespeichert habe ich nicht. Ja! Okay. Alles gut. Fusionskerne. Haben wir wieder Intus. Reduziert den durch Gule verursachten Schaden. Naja. Immer alles her. So eine Trollscheiße, ne? Wo kam der raus? Der kam irgendwie von hinten, ne? Wiese Scheiße, ey. Da kam er bestimmt hier raus. Out of order. Okay. Das Gute ist, da hinten haben wir noch einen. Das heißt, wir kriegen nochmal zwei Fusionskerne und können für ewig immer weiterlaufen. Da leuchtet's rot, oder? Jetzt hin. Wir waren hier, als wir ihn gesehen haben. Da leuchtet's. Radioaktivität steigt. Scheint ihn nicht interessiert zu haben. Ist er nicht aktiv? Ja, warum nicht? Wieder zwei Fusionskerne. Wir können auch ewig mit dieser Rüstung weiterlaufen, habe ich so ein Gefühl. Eine Statue? Hä? Ich höre Geräusche. Okay, weiter geht's. Oh, aufregend, aufregend. Der Penisturm. Wilson Atomatoys Fabrik. Okay, das hört sich schon mal an, als wären da viele Bots unterwegs. Nur mal so als Vorwarnung. Kriegen Hunger. Big Mac? Wer da sein? Was? Ihr könnt mich gar nicht gesehen haben.
bin nahezu unsichtbar. Was hätte ich mit meinem... Achso, jetzt. Wir sind glücklicherweise nicht allein. Das ist für mich. Okay, ich laufe mal ein Stück zurück. Ja, ist ja gut. Ich lauf doch schon. Weiß nicht, mit was die schießen, aber das ist sehr gefährlich. Okay. Okay, das war kein kritischer. Muss warten, bis ich nicht mehr gesehen werde. Dann kann ich sie gerne alle markieren. Okay, Gefahr, ich werde wieder gesehen. Super. Okay, alle markiert. Da war ein Legendärer dabei anscheinend. Der da oben, ne? Nee. Hä? Der Legendäre. Ja, ist doch gut, ich bin jetzt 50.000 Kilometer entfernt. Ihr könnt mich doch gar nicht mehr sehen. Und da gerade ein Schuss von da hinten links? Doch! Ist doch! Bitte was? Ja, keine Ahnung, was sie hier macht, aber ich habe keine AP mehr. Guck mal, das ist ein Rüstungsständer. Ich bin fast tot. Ich habe nicht gespeichert. Spring doch! Lauf! Tu irgendwas! Wo sind die Kackpatzen? Alter, Jungs, das ist nicht mehr in Ordnung. Hast du etwas Interessantes entdeckt? Ja, ganz viele Gegner. Wilsons Atomic Toys ID-Karte. Da ist der Legendäre. Shit, ich habe ihn nicht getroffen. Wo er hinguckt. Ich habe möglicherweise ungewöhnliches Verhalten entdeckt. Sehr nice. Der erste ist schon mal tot. Wir haben für kaum noch irgendwas Munition. Scheiße, nein! Nicht jetzt! Fuck, jetzt kann ich gar nichts messen. Ah, ich sehe gar nichts mehr. Prima, klasse, danke Spiel! Wenn ich so, als wäre es schon vorher sehr schwer gewesen. Was ist das? Das ist einfach nur Licht? Ist das ein Schuss? Shit, ey. Okay, wir müssen an Big Mac rankommen. Aber warum? Wir werden geschossen. Setz dich zum Handlungen fort. Oh! Achso, du wirst noch. Okay. Alles gut. Ich sehe hier rein gar nichts. Kitty Cup. Sehr schön. Ah, Atomic Toys. Kitty Cup. Von den Atomic Toys. Das ist nice. Ich glaube aber, wir haben Curry nicht entleert, als wir das letzte Mal in der Base waren. Scheiße, Mann. Ich sehe nur so einen Schatten. Verletzungen zur Folge haben. Nicht
Da ist Big Mac. Irgendwo da. Hab ich mich getroffen. Alter. Ah nein, das war meine. Nein, das war Curry. Mann, Curry. Fuck. Warum, Curry? Warum? Big Mac ist tot. Wo ist der andere? Hab ich den zufällig auch getötet? Boah. Ich drehe hier nur durch. Das ist echt alles Timing, ich sag's euch. Irgendwer lebt hier noch. Die Markierung ist, glaube ich, aber nur verschwunden. Die müsste noch hier oben sein, bei Curry. Oh. Markierung scheint nicht da zu sein. Wie komme ich hoch? Ah. Der Legendäre war hier doch irgendwo, ne? Du warst es auf jeden Fall schon mal nicht. Müssen wir aber den Legendären noch finden. Boah. Was ein Kampf. Ein Fusionskern. Dankeschön. 62. Ich glaub's echt nicht. Curry lebt auch noch. Was? Hä? Okay, der Sandsturm scheint nur hier drinnen zu sein. Hä? Weißt du? Okay. Okay. Das Spiel will mich hier offiziell verarschen. Ich bin der Legendäre? Nein. Ist auf jeden Fall hier gefallen. Da muss er irgendwo sein. Okay, der Sandsturm scheint... Hä? Der Sandsturm ist nur auf dieser Seite. Wir lassen das nur so stehen. Wir ignorieren das einfach mal. Dass das so ein Sandsturm ist. Wir einfach nur ein paar Quadratmeter beinhaltet. Aber hey. Wir sind hier wegen des legendären Typen. Der ist hier irgendwo gestorben. Bin mir so sicher, dass das hier der hier sein sollte. Legendäre so. Er hat aber keine legendären Sachen dabei gehabt. Okay. Heute ist der Tag, der mich verarschen will. Ernsthaft. Frag mich nicht. Machen wir das Licht aus. Trotzdem ist es immer noch da. Das ist einfach eine Wand, die uns jetzt verfolgt. Da. Die verfolgt uns einfach da. Okay. Ich nehme es einfach mal so hin. Wir haben eine Keycard bekommen, aber wofür ist die? Ist die für die da oben? Kann das sein? Komische Licht, was wir gesehen haben. Bitte was? Du bist zu schwer bepackt. Ja, Curry, vielen Dank für deine schlaumeierischen Worte. Die Wand verfolgt mich einfach. Ja. Hallo, Curry. Wir haben sie nicht entleert. Mist. Warum haben wir sie nicht entleert? Ja gut, wir müssen sowieso die Sachen nochmal reparieren, die sie hat. SB5. Was auch immer das sein soll. Vielleicht die Lackierung. Das kann gut sein, dass es Lackierung ist. Gut, dann müssen wir ein bisschen Zement loswerden. Hilft alles nichts. Schrott. Oh, Zement ist ziemlich wertvoll. Also ich würde sagen, wir werden einfach davon ein bisschen was los.
Bitte, was? 16 zu viel? Nein, ich will nicht alles nehmen. Hast du etwas von mir? Was kriegt man denn hier? Achso, ich trage zu viel. Haben wir irgendwas, was ich wegwerfen kann von hier aus? Nein. Hier haben wir auch nichts. Flaschenkürbis. Pff. Tandyboy. Pff. Hubblube. Lebensmittelpaste. Gib mir aber TP und Ausdauer. Also im Endeffekt ist es gar nicht mal so verkehrt, das Zeug. Außer, dass es verdammt eklig aussieht. Na, meilerkönigen Fleisch würde ich gerne behalten. Komm, Whisky können wir wegwerfen. Schrott. Gewicht. Aluminiumkanister. Biometrischer Scanner. Nee, die brauchen wir. Plastik und Säure. Gewicht 8. Na gut, wir müssen gleich sowieso zurück. Kühlmittel. Metalleimer. So. Ja, wir können laufen und wir können auch jetzt endlich die Säule vor uns hier weg loswerden, indem wir ganz einfach mal nach Hause reisen und allem unser Zeug mal ablegen. Huch. Ich mit den Siedlern, achso. Und dann können wir wieder losziehen. Ich finde die Gegend da hinten tatsächlich sehr interessant. Ich muss nur dazu sagen, die Gegenden, die wir jetzt erforschen, sind ja ziemlich weit weg. Das heißt, man hat schon gesehen, es sind schon stärkere Gegner plötzlich unterwegs. Ich weiß gar nicht, wieso während der Quests nicht so eine guten Gegner unterwegs sind. Da kriegen wir nur diese billigen, weißt du? Und dann geht man auf Erforschungsreise und findet plötzlich so gute Sachen. So. Die Säule um uns herum weg. Ja. Sehr schön. Curry? Hey. Kann ich dir... Alles mitnehmen. Ups, alles mitnehmen. Irgendwie behilflich sein. Transfer. Erstmal das ganze Schrott loswerden. Man sehe, das Schrott war ziemlich viel. Das kommt meinetwegen weg. Da habe ich so viel Impro. Das hat sie wahrscheinlich alles selber gesammelt, ne? War nicht da irgendwas dabei, was ich trage, was ich benutzen wollte? Hab's, glaube ich, abgelegt. Ich glaube, sie hat Sachen eingesammelt. Sie hat sogar noch die Sachen dabei gehabt, des Mechanisten, Alter. Ja, ewig nichts mehr irgendwas abgelegt. So, das ist ja ihres. Das werden wir gleich mal reparieren. Das kommt alles weg. Ups, ich habe irgendwas ausgezogen, was, glaube ich, was ich anhatte, oder? Reparieren. 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 So, alles repariert. Madame, du kriegst deine Rüstung wieder. Madame, da. Hey. Du brauchst etwas, oder? Hier drüben. Absolut. Nein, ich will handeln. Mann, Mann. Doch nicht so scheiße. Alter, du stehst vor mir. Aufgepasst. Was willst du? Ich drehe hier noch durch. So, nimm doch einfach diese Sachen. Zieh sie glatt mal an. Siehst du wieder schick aus. Meine Fresse. So, bevor meine Rüstung wieder neue Rüstung generiert,
steige ich auch mal wieder ein. So, dann gehen wir hier hin und gucken mal auf die Waffen. Irgendeine Waffe wollte ich noch unbedingt mitnehmen. Was haben wir hier für einen Baseballschläger? Ganz normal ein Baseball. Beuterter Aggressor. Hm? Wird durch wiederholtes. Achso, da wo wir selber Schaden nehmen, ne? Ja. Das war irgendwas Energiezellenmäßiges. Ich erinnere mich. So viele Headbanger. Das waren noch Zeiten, als wir den Headbanger hatten. Eines Tages müssen wir ihn aber wieder rauspacken. Irgendwann muss er wieder kommen. Kein Plan. Kelloggs Pistole, habe ich gehört, soll echt stark sein. Ich nehme die mal kurz mit, um zu gucken, was wir da machen können. Vielleicht können wir sie auch benutzen. Einfach nur so just for fun kann man ja machen, ne? Eine Lasermuskete. Wieso haben wir noch keine legendäre Lasermuskete gefunden? Zum Beispiel eine Lasermuskete, die man nicht nachladen muss. Das heißt, wir müssten nie wieder kurbeln. Der mächtige Furzer. Oh, schau, Freunde, guckt euch das an. Das haben wir damals benutzt. Schön war die Zeit. Rotisierer. Der Vollgastreffer. Gatenwerfer, Kampfgewehr, Rotzange. Irgendwie plasmamäßig, ne? Der Fatman, Schaden gegen Ghule. Das bringt's auch voll, so einen Fatman zu benutzen und damit billige Ghule zu töten. Ich meine, gut, klar. Das würde höchstwahrscheinlich um die 800 Schaden machen, aber... Ziel ist für 10 Sekunden vergiftet. Was natürlich beim Raketenwerfer sehr unsinnig ist. Da dürfte das schon eher der Fall sein. Ich hätte gerne so eine Sniper mit 10 Sekunden vergiftet. Das wäre cool. Aber das... Fügt zunehmend Schaden mit jeder Anzahl der Entzüge durch. Was haben wir denn hier alles so Schönes? Ich muss mal echt alle legendären Sachen mal rauspacken. War das Plasmawerfer? Nee. Um die alle mal in eine Truhe reinzupacken. Plasmawerfer war sowas wie Flammenwerfer, glaube ich, ne? Ach, das war irgendwie ein Plasmagewehr, ne? Aber nicht dieses hier. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden unter Balken, das war's. Aber Schaden 16 ist noch sehr, sehr gering. Powerstock. Gucken wir mal nach, was wir aus unseren Waffen jetzt bauen können. Was können wir da so machen? Aha. Oder irgendwas ranbacken. Isoliert. Na komm, machen wir das. Was soll's? Da wollten wir rauf. Kelloggs Pistole. Mächtiger Verschluss. Ja, komm, wieso nicht? Schwerer Lauf haben wir. Im Vorgriff haben wir. Aufklärungszielfernrohr. Packen wir überall ein Aufklärungszielfernrohr auf. Kann ja nur gut tun. 408 Schrauben. Ich würde sagen, das läuft. Jawohl, komm mal. So, dich wollte ich auf jeden Fall auch noch verbessern. Verbesserter Verschluss. Außergewöhnlicher Schaden. Kann man machen? Was können wir behalten? Vollständiger Kolben. Da kriegen wir mehr Präzision drauf, ne? Trommelmagazin. Ist wahrscheinlich für außergewöhnliche Magazinkapazität unterlegene Nachladegeschwindigkeit. Haben wir noch Schnellladetrommel. Ich glaube, die Trommelmagazin ist tatsächlich am besten hierfür. Zielfernrohr brauchen wir dafür eigentlich gar nicht. Seine Schaden wird erhöht. Nö, nur die Präzision. Das brauchen wir nicht.
Haben wir so ein schickes Leuchtvisier, ne? Schalldämpfer. Logisch. Was sonst? So, dann haben wir da diese. Die sind, momentan ist sie noch auf Automatik eingestellt, das werden wir noch ändern. Überlegener Kondensator. Automatiklauf kommt auf jeden Fall weg. Verbesserter Scharfschützenlauf, oder? Gibt es da noch was Besseres? Scharfschützenlauf. Ja, Gurm. Verbesserter Scharfschützenlauf. Und selbstverständlich natürlich Aufklärungszielfernrohr. Darf nicht fehlen. Gut, warte. Mach dich putt. Das ist unsere neue kritische Waffe. Ich frage mich, ob die Daten, die ich sammle, irgendwann einem Zweck dienen werden. Hey, die können wir auch umbenennen. Okay, das ist unser neuer Krüppeltyp. Das heißt, der kann eigentlich weg, ne? Ja, definitiv. Können wir den ablegen. Falls ich einmal Reparaturen nötig habe, so... So, der Krüppeltyp kann weg. Waffen... Krüppeltyp... Zack. Leute, scheinst du die nötig... Dann kommt der Mach dich putt nach rechts. Ups. Kelloggs Pistole kommt mal nach links. Und der Krübeltyp, der kommt nach unten. Eines Tages, Freunde, eines Tages setzen wir die Giftspritze ein. Ich weiß nur noch nicht wann. Aber der Tag wird kommen. Sag's euch, der Tag, er wird kommen. Ist for free, also. Halt, Rüstung mitnehmen. Glücklich sein. Vor allem Kelloggs Pistole. Mit diesem Visier drauf. Ganz ehrlich, ich pack das Visier runter. Ich pack das Visier runter. Das wird nichts. Wir werden nichts treffen. Das ist kein Scharfschützengewehr, Leute. Das ist einfach kein Scharfschützengewehr. Ist zwar schön und gut, dass wir das jetzt überall raufpacken können, aber das heißt nicht, dass wir es überall raufpacken sollten. Ah, schon besser. Yep, das ist gut. Damit kann ich leben. So. Dann wollen wir mal. Wir sind bereit, wieder ins Abenteuer zu ziehen. Und das werden wir auch direkt machen. Tarnfeld ist schon mal hinzugefügt. Das ist sehr schön. Und wir gehen erkunden. Guck mal, hier haben wir alles schon erkundet eigentlich. Oder das meiste davon. Hier ist höchstwahrscheinlich noch ein bisschen was. Hier scheint mir noch eine große Lücke zu sein. University Point. Da gehen wir mal hin. Aber allerdings werden wir das morgen erst erkunden. Wir werden jetzt erstmal noch ein paar neue Waffen ausprobieren. Einfach nur um Munition zu sparen mit den anderen Waffen, die uns jetzt endlich alle komplett munitionstechnisch ausgegangen sind. Da müssen wir uns was überlegen, die Tage. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.